Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Egal, was Sie eingeworfen haben, bleiben Sie zurück und ich schieße nicht. Sie werden Ihre skandalösen Worte noch bereuen. Ich bin ein gewaltiger Sturm, der alles hinwegfegt wie ein... gewaltiger Sturm. Ein gewaltiger biotischer Wind. Ja... Es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat es wohl kaum irgendwo gemeldet. Seien wir ehrlich, für Pitney wird Geld immer wichtiger sein als Freunde. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Der Idiot ist für niemanden eine Herausforderung. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Angriff. Ein unseliger Wind umweht Wasea. Captain der Eclipse-Schwestern, mir nach! Keiner mehr da. Alles ist den Bach runtergegangen, seit wir diese dreckige Kreatur von hier weggeschmuggelt haben. Erst taucht eine Justikarin auf und jetzt sie! Wenigstens werde ich die Freude haben, ihren Schädel zu Brei zu stampfen. Feinde! Müsst ihr sie ausbremsen? Yeah.
muss ihr irgendwelche Unterlagen über das Schiff geben. Ist das das Schiff, das die verrückte Asari gesucht hat? Sollen wir zum Polizeirevier zurückgehen und ihr den Namen geben oder uns erst ein wenig umsehen? Wir haben Zeit. Sehen wir uns noch etwas um. Zurück zum Raumhafen. Dann los. Polizei gibt es nicht zu, aber die Eclipse-Schwestern beherrschen diese Gegend. Danke, dass Sie die Bedrohung durch die Eclipse beendet haben, Erdenclan. Es wird Monate dauern, bis Sie Ihre Organisation wieder aufgebaut haben. Außerdem... Nur so aus Neugier. Als Sie da rumgestöbert haben, sind Ihnen da vielleicht Transportpapiere in die Hände gefallen, die mir gehören? Man weiß nie, wann man so etwas mal brauchen kann. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, Erdenclan, wenn ich Ihnen sage, dass die Rückgabe der Papiere sich für Sie lohnen würde. Wenn Sie sie dem Detective geben, bekommen Sie nur einen warmen Händedruck. Wenn Sie etwas haben, das die Justikarin zur Abreise veranlassen könnte, zeigen Sie. Ich habe den Namen des Schiffes. Ihr Flüchtling ist vorgestern an Bord der AML Demeter von hier weggeflogen. Shepard, Sie beeindrucken mich. Sie haben Ihren Teil der Abmachung eingehalten. Also werde ich meinen auch erfüllen. Ich bin bereit, sofort abzureisen. Würde das Ihre Vorgesetzten zufriedenstellen, Detective? Sie können jederzeit gehen, Justikarin. Es war eine Ehre, Sie auf meinem Revier zu haben. Und ich bin dankbar, dass Sie mich am Leben gelassen haben. Die Normandie liegt in der Nähe der Haupthandelsebene. Ich sehe Sie an Bord. Ich muss auf Sie eingeschworen werden, damit ich nicht länger gezwungen bin, zwischen Ihren Befehlen und dem Kodex zu entscheiden. Beim Kodex. Ich werde Ihnen dienen, Shepard. Ihre Entscheidungen sind meine Entscheidungen. Ihre Moral ist meine Moral. Ihre Wünsche sind mein Kodex. Ich hätte nie gedacht, mal von einem Justikar so einen Schwur zu hören. Sollten Sie mich etwas extrem Ehrloses tun lassen, muss ich Sie töten, sobald ich von meinem Schwur entbunden werde. Mir ist klar, dass das ein überaus wichtiger Akt ist, Samara. Ich danke Ihnen. Das Leben eines Justikars kann ziemlich einsam sein.
Ich gebe zu, dass ich mich darauf freue, mit einer Gruppe ehrbarer Helden zu dienen. Sollen wir zu Ihrem Schiff zurückkehren? Ich muss mit dem Detective sprechen. Danke, dass Sie Samara aus meinem Bezirk gebracht haben. Jetzt kann ich meinen Enkelinnen erzählen, dass ich eine Justikarin getroffen habe. Und sie haben gerade meine Chancen enorm erhöht, überhaupt Enkelinnen zu haben. Ich kann beweisen, dass Eclipse den Volus-Händler ermordet hat. Was haben Sie denn da? Interessant, aber ich kann das nicht bestätigen. Es wäre nicht zulässig. Ich hafte für Shepard und alle Beweise, die er vorbringt. Ich akzeptiere das Urteil der Justikarin. Danke, Shepard. Ich war unsicher, ob ich einem Fremden trauen sollte. Noch dazu einem Menschen. Aber Sie haben es geschafft. Von dieser Elnora habe ich noch nie gehört. Vermutlich hatte Ihre Karriere gerade erst begonnen. Gut, dass Sie dem ein Ende bereitet haben. Okay, Schluss mit den Glückwünschen. Die Verbrechensrate hier steigt immer noch ins Unermessliche. Ich kann beweisen, dass Pitney vor roten Sand und illegale Waffen eingeschmuggelt hat. Darf ich das mal sehen? Nun, das ist ziemlich belastend. Ich schicke einige Offiziere los, um ihn und seine Leute zu verhaften. Das ist eine große Hilfe, Shepard. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll, aber wir haben eine kleine geheime Kopfgeldbörse. Hier, nehmen Sie. Willkommen auf der Normandy, Samara. Wir haben Ihr Profil ausführlich studiert. Mit Ihren Fähigkeiten werden Sie mit Sicherheit eine großartige Ergänzung unseres Teams sein. Danke. Von einer Organisation wie der Ihren ist das wirklich ein großes Lob. Angesichts dessen, was wir vorhaben, brauchen wir alle Leute mit Erfahrung, die wir kriegen können. Wir wissen noch immer nicht, was uns beim direkten Kontakt mit den Kollektoren erwartet. Ich werde auf alles vorbereitet sein, worauf wir treffen. Wo sollen wir sie unterbringen? Ein Zimmer mit Aussicht auf den großen Orkusnebel wäre mir am liebsten. Quartieren Sie sie im Beobachtungsraum auf Deck 3 ein. Danke. Ich muss nun über die Ereignisse des Tages meditieren. Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander.
Der Unbekannte...